Hallo zusammen. Hier eine weitere Ausgabe dieses Web Talks, der sich beschäftigt mit Open Source Tools. Und heute ist in gewisser Weise so ein Höhepunkt, weil wir heute ein CryptPad installieren werden. Das ist deswegen ein Höhepunkt, weil es mit Abstand das unsicherste von allem ist. Wo ich auch am wenigsten am Ende mir zu helfen weiß, wenn es nicht klappt. Wer die Episode in der letzten Woche nachgeschaut oder live verfolgt hat, wird gesehen haben, dass ich auch gescheitert bin, aber dass wir es dann am Ende doch nochmal rumgebogen haben und es ein großartiges Happy End gab. Hier bei dem CryptPad muss ich mal sagen, das ist nur deswegen einfach, weil es eine Anleitung gibt. Aber wenn diese Anleitung, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert, das hat sie bisher nie getan, sie hat immer ganz gut funktioniert, aber wenn sie nicht funktioniert, dann stehe ich auch da und dann würde ich sagen, dann zucken wir mit den Achseln und sagen, war ein netter Abend. Ich hoffe das aber nicht. Das CryptPad ist dazu da, gegen das Etherpad anzutreten. Ich finde CryptPad sogar in vielerlei Hinsicht deutlich angenehmer zu benutzen. Etherpad ist natürlich sehr viel niederschwelliger. Das werden auch wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist so eine kollaborative Textschreiberumgebung. Das CryptPad ist, naja, also ich will das jetzt mal nicht mit Google Docs vergleichen, denn dieser Vergleich hinkt immer. Google Docs ist, würde ich sagen, wie mit Abstand die abgehangenste Office-Anwendung, die man so finden kann. Aber das Problem ist, es ist halt Google. Und wer das eben nicht will, der kann sich so ein eigenes Office auf dem eigenen Server installieren und zumindest was Word, was die Word und was die Excel-Anwendung angeht, also die Tabellenkalkulationsanwendung angeht, ist CryptPad auf jeden Fall sehr ansehnlich und gut zu benutzen, wie wir gleich hoffentlich sehen werden, wenn das CryptPad installiert ist. Wir sind wieder in unserem alten Überspace hier zu sehen. Und dieser Überspace hier hat dieses Datenblatt. Ihr erinnert euch, wenn man sich da einloggt, dann kann man seine Daten auch sehen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Was wir heute brauchen, ist dieser Hostname als allererstes. Weil, wenn wir das CryptPad installieren, dann installieren wir das nicht, wie bisher gewohnt, über FileZilla und eine Datenbank, sondern wir installieren das über eine Paketverwaltung, die heißt Node.js. Eine JavaScript-Umgebung, wie die Abkürzung vermuten lässt. Und das machen wir alles über die Konsole. Die Konsole bzw. das Terminal, das hatte ich beim letzten Mal schon eingeführt. Diesmal habe ich es noch ein bisschen größer gemacht. Und wir starten, also wir verbinden uns jetzt erstmal mit dem Server über eine sogenannte SSH-Verbindung. Und dann kommt unser Benutzername, nämlich OnlyOff. Und dann das Add für, ne, ich bin da oder dabei. Und dann, oh, das ist falsch. Das hat er offensichtlich nicht kopiert. Das ist noch eine alte Meeting-ID. Muss ich nochmal gerade eben das hier nehmen und kopieren und hier einfügen und noch ein E ans Ende setzen. So, und als nächstes, wenn wir das eingeben, werden wir noch ein Passwort gefragt. Also der Server am anderen Ende, der will jetzt ein Passwort sehen. Das kopiere ich jetzt mal eben hier rein. So. Und dann drücke ich die Enter-Taste. Und jetzt sind wir auf dem OnlyOff-Olbers-Server. Also mit dem Benutzernamen OnlyOff sind wir da jetzt angemeldet. Und das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Jetzt können wir hier in die Verzeichnisstruktur rein, können uns Dinge anzeigen und alles Mögliche tun. Was wir heute machen wollen, ist ein... ist ein CryptPad installieren. Und hier ist die Anleitung unter lab.überspace.de. Und in dieser Anleitung stehen so ein paar Dinge, die wir vorher vorbereiten müssen. Als allererstes brauchen wir die richtige Node-Version, nämlich die 12er. Und die müssen wir jetzt hier erstmal starten. Dann nehmen wir einfach diesen Befehl hier. Das ist eine
Also über Space Tools, ich mache auch das mal ein bisschen größer. Nehme diesen Befehl und setze ihn in mein Terminal ein. So heißt das bei Mac, Command oder Kommandozeile bei Windows. Das ist der erste Befehl, den wir jetzt mal ausführen. Und jetzt rödelt der Server im Hintergrund ein bisschen und spuckt uns gleich, hoffentlich, Selected Node.js Version 12 aus. Eine Bestätigung, dass wir mit der Node-Version arbeiten, die CryptPad auch erfordert. Ist offensichtlich alles so, wie es sein sollte. Und als nächstes müssen wir noch ein Paket installieren, ein Linux-Paket installieren, das heißt Boa. Boa ist mit Teil einer Paketverwaltung, soweit ich weiß. Das installieren wir über NPM, das ist diese Paketverwaltung und die installiert jetzt dieses Paket Boa. Das brauchen wir später für diese CryptPad-Installation. Wir starten das also mal und wir sehen, dass hier jede Menge Zeug von unterschiedlichen Servern runtergeladen wird. Dann müsste es hier irgendwo nochmal eine komische Fehlermeldung geben, genau, warn deprecated. Und trotzdem sagt er aber hier unten, ich habe das Paket installiert. Und hier sagt uns auch Oberspace in dieser Anleitung, ist überhaupt kein Problem, wenn da diese Warnung kommt, das tut der Installation von dem CryptPad keinen Abbruch. Als nächstes müssen wir jetzt das CryptPad installieren. Und das tun wir mit diesem Befehl. Den werde ich jetzt gleich nochmal erläutern, weil so wie er jetzt hier steht, können wir ihn eigentlich nicht anwenden. Augenblick, das muss ich mal eben schließen und ein neues Fenster öffnen und das da reinmachen. Also, ich habe eigentlich immer so einen Texteditor, in dem ich dann die Befehle, die ich aus solchen Anleitungen entnehme, anpassen kann. Das müssen wir in diesem Fall tun, weil wir die CryptPad-Version, das ist ja noch eine ältere 3.16er, die sind mittlerweile bei 3.24.0. Wenn man hier auf Feed geht, dann kann man hier auch die Nummer bekommen, also 3.24.0. Das ist das, was wir eingeben müssen und das ist auch das, was ich hier in diesem Befehl also anpasse. Schreibe ich also die 24 rein. Und was der jetzt macht, ist, der zieht sich praktisch von einer Plattform, die heißt GitHub, das CryptPad in der aktuellen Version 3.24 und speichert das in einem Verzeichnis, das /CryptPad heißt und das nicht über HTML erreichbar ist. Ihr habt gerade hier gesehen, mein HTML-Verzeichnis liegt nochmal eine Ebene darüber und wir sind jetzt praktisch in meinem Benutzer-Root-Verzeichnis, also im Ausgangsverzeichnis. Ich nehme jetzt also den Befehl und kopiere das CryptPad dahin. Wir können uns das an dieser Stelle auch mal eben kurz angucken. Ich öffne mal eben diesen, OER WebTalk, so. Und hier sehen wir jetzt, ist noch das Verzeichnis noch nicht da. Und jetzt starte ich diesen Befehl mal und jetzt wird das CryptPad runtergeladen und es wird dieses Verzeichnis in OnlyAuth angelegt. Und der lädt im Prinzip das Paket und prüft einmal, ob das auch tatsächlich vollständig ist. Und wenn ich jetzt hier reloade, dann haben wir jetzt hier dieses CryptPad-Verzeichnis. Da gucken wir mal rein. Das ist letztendlich so, wie ihr das vielleicht auch von Moodle kennt. Da haben wir das ähnlich schon mal gemacht. Da haben wir mit Moodle, haben wir auf die gleiche Weise, nämlich über die Kommandozeile, über das Terminal hier auf unseren Server befördert, weil das einfach zu viele Einzeldateien sind für ein FTP. Okay. Also, das ist also jetzt da und als nächstes gucken wir mal in die Anleitung, was wir als nächstes machen sollen. Hier steht, was da alles aufgerufen wird und passiert
Und na, jetzt sollen wir Abhängigkeiten installieren. Also, wir brauchen offensichtlich nicht nur das CryptPad, sondern das CryptPad braucht jetzt noch ein paar andere Pakete auf diesem Linux-Server, um funktionieren zu können. Und dafür begeben wir uns jetzt als allererstes mit Change Directory in dieses CryptPad-Verzeichnis. Das mache ich jetzt mal hier. Change und dann CryptPad. Wenn ich bei mir die Tabulator-Taste drücke, dann wird im Prinzip nach einem Verzeichnis gesucht, was mit CRY anfängt. Und wir haben gerade gesehen, dass es dann von sich aus vervollständigt wurde. So, wir sind also jetzt hier in diesem Verzeichnis drin. Und jetzt soll ich npm install ausführen. Das heißt, jetzt wird der Paketmanager Dinge installieren. Und zwar weiß der Paketmanager, welche Pakete CryptPad braucht und schaut dann auf dem Linux-Server nach, ob die vielleicht schon da sind. Und wenn nicht, dann werden in der Version installiert, in der CryptPad sie braucht. Das ist also eigentlich bis hierhin erst einmal relativ trivial. Dieser Schritt dauert jetzt ein Weilchen, bis der fertig ist. Das heißt, es werden jetzt erst einmal die Abhängigkeiten berechnet, kann man sagen, wird jetzt erstmal geguckt, was wird überhaupt an zusätzlichen Programmpaketen benötigt. Huch, schon fertig. Und ist offensichtlich auch alles erfolgreich installiert. Ach so, und jetzt kommt Boa ins Spiel und Boa installiert genau diese Abhängigkeiten jetzt in meinem CryptPad-Verzeichnis. Und das ist jetzt der Schritt, der ein bisschen länger dauert. Ihr seht, da werden jede Menge Pakete gefunden. So schnell kann man eigentlich gar nicht lesen, was hier gerade passiert. Aber von unterschiedlichen Orten im Internet werden jetzt unterschiedliche Pakete heruntergeladen. Das sieht hier alles ziemlich kryptisch aus, aber es scheint alles fertig installiert zu sein. Und als nächstes müssen wir uns um die Config-Datei kümmern. Dafür, wir sind ja hier schon in diesem CryptPad-Verzeichnis, sollen wir jetzt als nächstes mal die Datei kopieren, die Config-Example heißt und die soll jetzt umkopiert werden in Config.js. Das ist hier in unserem Verzeichnis unter /config hier liegt diese config-example und die kopieren wir uns jetzt praktisch mit diesem Befehl in diese config.js-Datei um. Das machen wir mal kurz. Fertig. Wenn ich jetzt hier gucke und einmal neu lade, dann sehe ich, es gibt jetzt diese config-Datei. Und in dieser Config-Datei, da werden wir jetzt ein paar Dinge ändern müssen. Das machen wir am besten in dem Fall wieder direkt in einem Editor. Und weil ich am besten den Editor bedienen kann, den ich hier über FileZilla aufrufen kann, machen wir es auch direkt damit. Also, das ist die Config-Datei, das steht da alles drin. Und wir gucken jetzt mal hier in der Anleitung. Wir müssen diese Stelle HTTP Save Origin finden. Man kann in meinem Editor suchen und das machen wir auch mal und da haben wir sie auch schon. Das ist unsere Stelle und an diese Stelle soll der Uberspace-Link, das ist in dem Fall nicht der hier, sondern der, unter dem später das CryptPad aufgerufen werden können soll, nämlich diese hier. Die kopiere ich also jetzt mal hier an diese Stelle. So. Und dann müsste da auch noch stehen, dass ich die beiden Slashes löschen soll, damit das auskommentiert ist, damit es sozusagen von dem Programm als Befehl entgegengenommen werden kann. Und dann gucken wir mal weiter. Find the line HTTP address. Suchen wir uns die mal. Da ist die. Und da soll ich was machen? Uncommenting by removing the two slashes. Dann machen wir auch das hier und entfernen die beiden Slashes. Und dann müssen wir diese Stelle finden, die Admin-E-Mail.
gebe ich wieder hier oben in die Suche ein, damit ich mich nicht durch das ganze Dokument kämpfen muss. Und ändere, das sind manchmal so Programmiererwitze, I did not read my config at cryptpad.fr. Da liegt sozusagen die Ursprungsinstallation von cryptpad. Also wenn alle Stricke reißen, zeige ich es euch auf jeden Fall dort. Aber da gebe ich jetzt einmal kurz meine E-Mail-Adresse ein. Damit man immer ein Fallback hat, falls man sein Passwort nicht mehr weiß. So. Hier kommen wir jetzt einen Schritt, den brauchen wir gleich noch, weil wir müssen sozusagen, dieses CryptPad wird über einen bestimmten Port ausgeliefert. Und diesen Port müssen wir in Uberspace an einer bestimmten Stelle bekannt machen, damit die Installation weiß, dass er über diesen Port auf das Programm zugreifen kann, weil das ja nicht im HTTP-Verzeichnis liegt. Und jetzt kann ich offensichtlich meine Config-Datei erstmal speichern. Das heißt, ich schließe das Ding. Und hier werde ich auch schon danach gefragt, beenden und lokale Datei löschen. Jo. Und dann wird diese Datei hochgeladen. Und jetzt ist da in dieser kopierten neuen Config-Datei liegen jetzt auf jeden Fall schon mal alle Informationen, die CryptPad braucht, um gleich funktionieren zu können, hoffentlich funktionieren zu können. Als nächstes müssen wir ein Programm einrichten, das dafür zuständig ist, diesen Server zu starten. Diese Datei sollen wir anlegen in einem Verzeichnis, das heißt, das unter etc/services/d.cryptpad.ini liegt. Also müssen wir erst einmal gucken, ob es dieses Verzeichnis gibt. Da gehen wir nochmal eben zurück. Noch einen. Hier müsste es dieses etc-Verzeichnis geben. Jo, gehen wir mal rein. Da gibt es das Services-D-Verzeichnis. Und hier müssen wir jetzt eine Datei anlegen, neue Datei erstellen. Und die soll heißen cryptpad.ini. Cryptpad.ini. Die ist schon mal angelegt. Da steht jetzt aber im Moment noch nichts drin. Und in dieser Datei werden wir das, was hier steht, jetzt reinkopieren. Ich öffne die mal. Und dann mache ich das genauso wie eben, speichere das einmal ab, lade das neu auf den Server hoch. Und dann sollte diese Datei, wenn ich die jetzt neu lade, genau, da sind jetzt 99 Bits, Bytes drin, die ist also nicht mehr leer, da waren gerade eben noch 0 Bytes drin. So, let's start the service. Das wollen wir jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt, wo wir diese Konfiguration fertig haben, müssen wir Supervisor sagen, das ist sozusagen dieses Startprogramm, dass er eine neue INI-Datei hat. Das heißt, wir geben jetzt diesen Befehl ein und sagen, lies doch mal dein neues Startverzeichnis. Das ist so ein bisschen wie das Windows, wie heißt das? Startverzeichnis, was sozusagen Programme startet, sobald man Windows neu startet. Und das wollen wir jetzt hier unserem Terminal mal mitgeben. Cryptpad available, das ist, glaube ich, auch das, was zu lesen sein sollte. Oder in dem Fall Service, Doppelpunkt available, aber unser Service heißt halt Cryptpad. Als nächstes sagen wir, update mal bitte dich. So, hat jetzt einen neuen Prozess hinzugefügt. Und jetzt kann ich schauen, ob der Prozess auch schon läuft. Starting ist aber noch nicht gestartet, das ist noch nicht running. Das heißt, wir müssen jetzt im Hintergrund noch den Webserver konfigurieren. Und dafür müssen wir dem Webserver sagen, auf welchem Port läuft denn eigentlich unser CryptPad.
den schreibe ich mir wieder hier rein. Und in dem Fall muss hier bei Port die 3000 rein. Weil der halt immer auf der 3000 läuft. So. Und jetzt machen wir das noch so. Gucken mal, ob wir schon was sehen können. Only off.uber.space. Nee, da ist jetzt noch nichts. Ah, da ist es. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir mit einem Update, yep, und einem Status, da, das rennt jetzt, weil es jetzt auch einen Port hat, auf dem es sich ausliefern kann. Und dann, Hokus Pokus, haben wir auch ein CryptPad. Juhu, ich bin ein bisschen erleichtert gerade, dass das funktioniert hat. So, an dieser Stelle könnt ihr euch jetzt einen Account machen. Also es ist nicht so wie klassischerweise bei Moodle, dass man jetzt einen Admin-Account hat, sondern diesen Admin-Account, den muss man eigentlich jetzt erst herstellen. Und das kann man mit jedem beliebigen registrierten Account machen und den zu einem Admin-Account machen. Dafür werden wir uns also jetzt erstmal hier einloggen. Ich nenne mich mal Guido und übernehme mal eben schnell. Ah, ich habe, glaube ich, ein gutes Passwort. Ich nehme jetzt einfach das, was ich schon für meinen Uberspace verwende und trage das mal hier ein. Okay. Und bin jetzt eingeloggt. Nee, das will ich alles nicht. Voilà. Und das allererste, was wir jetzt mal tun werden, ist uns CryptPad genauer anzuschauen. Und danach werde ich noch kurz zeigen, wie man diesen Admin-Account anlegt, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Also, wir werden ein neues Pad anlegen und ich zeige vielleicht erstmal, was ihr an Möglichkeiten habt. Ihr habt ein ganz normales Rich-Text, das ist sowas wie Word. Ihr habt eine Tabellenkalkulation, das ist eher sowas wie Excel. Ihr habt so einen Code-Bereich, das ist eher so ein klassischer Editor, wo ihr in verschiedenen Programmiersprachen rein coden könnt. Also eher so ein bisschen das, was ihr vielleicht unter Etherpad kennt. Dann habt ihr eine Präsentationsumgebung, die allerdings Markup voraussetzt. Das ist also überhaupt nicht trivial. Deswegen ist es jetzt auch nichts so für die Anfänger. Aber wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr das sehr, sehr gerne benutzen. Ich finde, es hat durchaus eine ganze Reihe von schicken Möglichkeiten. Ihr könnt Umfragen bauen. Ihr könnt ein Kanban-Board installieren für euch oder auch mehrere. Und ihr könnt dieses Whiteboard nutzen. Das habe ich zum Beispiel auch ganz häufig schon in irgendwelchen Zoom-Konferenzen zum Einsatz gebracht. Und dann ist CryptPad aber eigentlich auch ein Crypt Drive und funktioniert, was das hier soll, weiß ich gerade gar nicht, und funktioniert so ein bisschen auf der Ebene einem Cloud-Speicher. Ich habe jetzt mal dieses Rich Text Pad aufgerufen, um euch das mal vorzuführen, wie das funktioniert. Und ihr seht, ihr habt deutlich mehr Möglichkeiten, als ihr die von Etherpad gewöhnt seid. Ihr könnt zum Beispiel auch mit solchen Vorlagen arbeiten. Und ihr habt Tabellenwerkzeug. Ihr könnt mit unterschiedlichen Überschriften und Formatierungen arbeiten. Ihr könnt euch das Ganze am Ende abspeichern als Doc, um es in Word weiter zu bearbeiten. Das Interessante an diesem Pad ist, dass es verschlüsselt ist.
Das heißt, die Daten liegen auch verschlüsselt auf dem Server vor und können auch von Anwesenden nicht entschlüsselt werden. Das ist ja bei Etherpads tatsächlich anders. Wenn man Admin eines Etherpads ist, dann kann man natürlich auch in alle Pads reingucken. Da gibt es so eine Admin-Oberfläche und darüber kann man natürlich auch in, naja, scheinbar Deeplinks Etherpads reingucken. Das weiß ich gar nicht, ob das den Leuten immer so klar ist. Das geht zum Beispiel mit dem CryptPad alles so nicht. Da muss man schon irgendwie die Adresse kennen, aber der Admin oder der Betreiber des Servers kann nicht in fremd angelegte Etherpads schauen. Und ich bin jetzt hier angemeldet und ich schaue mir das auch einmal kurz an. Ich habe hier so ein Profil. Und was wir gleich für die Zuordnung des Admin-Accounts brauchen, ist diese Profilanzeige hier. Ich brauche meinen öffentlichen Schlüssel. Diesen öffentlichen Schlüssel, den kopiere ich, weil er öffentlich ist, dürft ihr ihn auch alle sehen. Kopiere ich hier mal rein. Und mit diesem öffentlichen Schlüssel ist mein Account sozusagen einzigartig und damit kann ich gleich in dieser Config-Datei, in der wir gerade eben schon gearbeitet haben, diesen Account zu einem Admin-Account machen. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück hier in dieses CryptPad und schauen uns da nochmal ein bisschen um. Also, wir haben jetzt hier so eine Tabellen, so einen Text-Editor, mit dem man arbeiten kann, natürlich kollaborativ arbeiten kann. Genauso gut kann ich euch mal die Tabellenkalkulation zeigen. Da wird nämlich jetzt ein OnlyOffice geladen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wie genau das da reingepasst wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber im Gegensatz zu unserem Word-Ding ist das hier natürlich ein total gut evaluiertes Excel-Cheat, mit dem ihr theoretisch auch komplexe Formeln bearbeiten könnt. Ich habe das jetzt gerade in der Schule gesehen, wenn die im Informatikunterricht zum Beispiel so mit Excel anfangen zu arbeiten, dann ist es natürlich großartig, wenn man auf eine eigene Excel-Installation zurückgreifen kann, vor allen Dingen für die Kinder, die zu Hause kein Excel haben. Und jetzt kann man denen natürlich sagen, ja, hast halt Pech gehabt oder nutzt doch dann Google Docs. Aber hier auf dem eigenen, auf dem eigenen Server der Schule so ein CryptPad installiert zu haben, finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice. Dieses CryptPad, was nicht geht, ist Excel-Dateien hochladen. Und bei CryptPad umwandeln lassen in einen CryptPad-Excel. Das geht nicht. Was ihr aber machen könnt, ist ein bestehendes Excel hier reinkopieren per Drag and Drop. Dann übernimmt er natürlich meist die Formatierung nicht und die Tabellenspaltenbreiten sind nicht so, wie sich das gehört. Aber vieles davon kann man am Ende irgendwie über Layout und so weiter auch dann noch einrichten und einstellen. Jetzt möchte ich euch nicht vorenthalten, dass ihr auch mal hier diese Code-Umgebung gesehen habt. Das ist, wie gesagt, da gibt es Kodi MD, ist so eine Anwendung gewesen, die sehr eng an dem dran ist, was ich euch jetzt für Code und für Präsentationen zeige. Kodi MD ist im Prinzip so ein Nachfolge-Etherpad. Also schon ein bisschen nerdiger. Ihr habt halt keine Formatierungsmöglichkeiten, es sei denn, ihr wisst, wie man formatiert. Ja, also das ist eine Überschrift. Also man muss halt Markup können. Und das wird sowohl in dieser Programmier Seite verlangt, als auch bei der Präsentation, die im Prinzip ähnlich funktioniert. Also ihr seht hier, habt ihr so ein Ding, was im Prinzip so ähnlich ist wie hier eure Code-Übersicht, aber das Ding generiert jetzt praktisch Folien. Folien, ich bin gerade auch ein bisschen raus. Ihr habt hier ein paar Themes, die ihr einrichten könnt, aber letztendlich
macht ihr auch das über Markup. Und dann gibt es irgendwie einen Befehl, ich glaube, das ist, sind irgendwie drei davon, und dann kann man hier irgendwie mit einer neuen Folie beginnen, oder es sind fünf oder sechs. Es gibt dafür eine genaue Anleitung, wie ihr solche Folien anlegen könnt, solche Foliensätze in Markup. Das möchte ich hier auch, möchte ich hier auch gar nicht weiter vorführen. Ich möchte sozusagen eigentlich auch nur zeigen, das ist nicht ganz so trivial wie die Tabellenkalkulation und das WordPad. Aber für Leute, die sich mit Markup auskennen, ist das auf jeden Fall eine schöne, schicke Umgebung, mit der man aus meiner Sicht auch gescheit arbeiten kann. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Und wenn ihr es mit einfachen Foliensätzen zu tun habt, könnt ihr damit natürlich auch eure Präsentation machen. Die sind dann vor allen Dingen auch im Internet erreichbar. Und Umfrage, damit kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht gut aus. Ich kann das trotzdem einmal kurz, dass ihr das mal gesehen habt, zeigen. Letztendlich kommt es immer, sagen wir mal, so mit diesem gleichen Look and Feel daher. CryptPad ist so ein bisschen, würde ich sagen, so der Zusammenschluss aus vielen verschiedenen anderen Tools, die hier zu einem Office-Paket zusammengeschnürt wurden. Das Kanban-Board ist so, wie man ein Kanban-Board erwarten würde. Man kann so ein bisschen wie bei Trello hier weitere Einträge hinzufügen. Man kann, soweit ich weiß, auch diese Karten, wie man das von Trello kennt, einfach hin und her verschieben. Ich kenne Leute, die damit zum Beispiel auch Seminare planen. Und als letztes zeige ich euch das Whiteboard. Das ist so der Klassiker. Man hat halt einen relativ begrenzten Bereich, in dem man jetzt rummalen kann. Aber man kann zum Beispiel nichts schreiben oder so. Ich persönlich finde, dass es da draußen wesentlich schlagkräftigere Whiteboards gibt, die man jetzt auch nicht zwangsläufig auf dem eigenen Server installieren kann, aber die man durchaus in die engere Wahl einbeziehen könnte. Ich glaube, da gibt es auch Erweiterungen für Moodle zum Beispiel, für wen das interessant ist. Ich persönlich benutze dieses CryptPad vor allen Dingen wegen der Tabellenkalkulation und der Word-Geschichte. Sind das auf jeden Fall auch Word-Dokumente, die man sehr, sehr gut mit anderen teilen kann, und die finden sich auch relativ gut in dieser Oberfläche zurück. Und was ich zunehmend rege benutze, ist die Speicherfunktion. Jetzt ist das so, dass das CryptPad in der Standardfunktion mit 50 MB Speicher daherkommt. Das ist natürlich nicht viel. Aber wenn ihr einmal Admin seid, dann könnt ihr diesen Speicher erhöhen. Auch das zeige ich vielleicht nochmal kurz. Dafür wechseln wir nochmal eben hier in unser FileZilla. Und dann war das unter CryptPad, gibt es ein Verzeichnis, das heißt Config. Und in diesem Verzeichnis, da hatten wir gerade schon mal eben an der Config-Datei rumgeschraubt. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr tun. Also, wir gehen mal eben so ein bisschen durch. Hier seht ihr, kommt der Admin-Bereich. Ne? Und hier braucht man diesen Admin-Key. Und da trage ich jetzt praktisch meinen Admin-Key ein. So, den da. Den trage ich hier jetzt. Nee. Ich brauche mal eben da. Klammer zu viel. Und hier auch. Und dann machen wir hier die Kommentierung weg, also die Auskommentierung. Und ich glaube, das hier muss auch weg. Machen wir einfach mal. Vielleicht auch nicht. Ich weiß doch nicht. Schiebe das Ding mal eben kurz auf den Server hoch. Und so. Und dann
gucken wir gleich mal, ob wir Admins sind. CryptPad-Umfrage, nö. Ich logge mich mal aus und wieder ein und dann gucken wir, ob das dann geht. Ich habe jetzt, einen Account, brauche dafür einmal kurz mein Passwort und muss das hier eintragen. So. Dann gucken wir mal, hier müsste eigentlich sowas wie Admin stehen. Steht da aber noch nicht. Öffentlicher Schlüssel. Dann würde ich sagen, wir gucken noch einmal kurz in die Config-Datei rein. Und ansonsten empfehle ich dahingehend auf jeden Fall mal die Lektüre von CryptPad. Wie man da genau hinkommt, zeige ich gleich nochmal. So. Hier ist jetzt auf jeden Fall der Admin-Key aktiviert. Und dann braucht man hier unten, das ist aber nur, wenn man das als Mailer benutzen will, das brauchen wir eigentlich nicht. Admin-E-Mail, die haben wir schon. Und hier kann man übrigens den Speicherplatz ändern. Und man kann auch festlegen, wie man mit Pets umgeht für Leute, die sich nicht angemeldet haben, ab wann die gelöscht werden sollen, damit der Speicherplatz nicht vollläuft. Hier kann man sich zum Beispiel auch einen Gigabyte Arbeitsspeicher verschaffen. Das kann ich aber in dieser Admin-Oberfläche auch dann tun. Wenn ich Admin bin, kann ich mir halt selbst so viel Arbeitsspeicher verschaffen, wie ich will. Insgesamt solltet ihr bei den Oberspaces berücksichtigen, dass die ja nur 10 Gigabyte insgesamt haben. Das heißt, es ist definitiv auch nicht dazu gedacht, eure neue Dropbox zu werden, sondern das ist eher so ein bisschen der Ort, wo man, naja, solche gemeinsam zu bearbeitenden Dateien rumliegen hat. Ich habe 100 Pro an irgendeiner Stelle jetzt vergessen, wie das funktionierte mit diesem öffentlichen Schlüssel. Aber ich würde auch sagen, der Job, ein CryptPad zu installieren, den haben wir auf jeden Fall erfolgreich überwunden. Ich werde euch jetzt noch zeigen, wo ihr selbst noch Hinweise zu CryptPad bekommt. Zum einen müsste es hier unten noch einen Link geben. Nee. Dann suchen wir mal eben nach CryptPad. CryptPad. Was mache ich denn hier falsch? Und dann GitHub oder Download oder sowas würde auch funktionieren. Ich gebe mal Download ein und gucke, ob das auch geht. Okay. Nee, das geht nicht. Ihr braucht auf jeden Fall hier diesen GitHub-Link. Wir packen den vielleicht auch nochmal in die Shownotes von dem YouTube-Video. Und hier hatte sich gerade auch das aktuelle CryptPad runtergeladen. Hat im Prinzip genau diese Dateien genommen. Hier wird dieses ganze Projekt auch nochmal ein bisschen vorgestellt. Und ganz hier unten ist auch erklärt, wie man das dann administriert. Installation, Installation Guide, da müssen wir hin. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir das gerade eben mit dem Uberspace gemacht haben. Und hier ist dieser Admin-Key. Der da eingetragen werden muss. Oh, okay. Und dann muss man offensichtlich doch noch hier dieses Scripts Generate Admin Keys laufen lassen. Das können wir ja nochmal eben machen. Vielleicht hilft das.
Ich bin im CryptPad-Verzeichnis. Starten wir das mal. Oh. Dann gucken wir mal. Run. Vielleicht lassen wir das Run mal weg. Und das Node theoretisch auch. Vielleicht ist das eh schon ausführbar. Nee, habe ich keine Berechtigung. Dann machen wir mal das mit einem Node. Jawohl. Es passieren Dinge. Wunderbar. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es das schon gewesen ist. Ich will so schnell nicht aufgeben. Ich schließe hier einmal alle Dokumente. Das brauchen wir alles nicht mehr. Ich habe nur noch die Hoffnung, dass, wenn wir uns jetzt nochmal neu einloggen, dass es dann hoffentlich funktionuckelt. Vielleicht haben wir jetzt auch einmal alles abgeschossen. Nee, haben wir nicht. Also ein letzter Versuch. So, und ich glaube, ich habe mich Guido genannt, oder? Wie ist mein Benutzername? Oh, dann ist es wohl doch das Gibro. Okay, dann war alles richtig. Und jetzt? Nee, das war es nicht. Naja, also ihr seht, das setzt mich jedes Mal irgendwie wieder vor Schwierigkeiten. Ich bin sicher, dass ihr sie überwinden werdet und dass euch das bestimmt gelingt zu installieren. Ihr habt gesehen, wenn ihr so ein bisschen dieser Anleitung nachspürt, dann läuft das eigentlich in einem so durch. Ja. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und fleißig Fragen stellen.